Guten Morgen und willkommen zu Glitzmistag Nummer 20. Oh, entschuldigt bitte mein Aussehen und meine Stimme. Ich bin seit, ich glaube, 45 Minuten wach. Also gar nicht so lange her, als ich noch im Takatuka-Land geschlummert habe und wahrscheinlich im tiefsten Tiefschlaf war. Denn das Aufstehen ist mir heute gar nicht so leicht gefallen. Also ich habe mich dann nochmal 100.000 Mal umgedreht und hingelegt und wir gehen heute zusammen mit der Ina nach Stuttgart und zwar holen wir jetzt, naja, ich weiß nicht, ob wir es holen. Heute ist die Mission Weihnachtsgeschenk. Das Weihnachtsgeschenk, Leute. Ich habe gestern den ganzen Tag damit verbracht, rum zu telefonieren und versuchen herauszufinden, wo es das noch so gibt. Und ich wäre bereit gewesen, 500 Kilometer dafür zu fahren. Und jetzt ist es halt doch in Stuttgart wohl anscheinend verfügbar. Und jetzt bin ich gespannt. Wir holen jetzt zusammen die Ina ab und gehen dann eben nach Stuttgart. Und Mission Weihnachtsgeschenk startet jetzt. Ich hoffe, ihr freut euch und seid genauso aufgeregt wie ich, weil ich nicht weiß, ob wir es kriegen, dieses Etwas. Okay, ich sag's euch, was es ist. Nein, ich sag's euch nachher, was es ist. Es ist so unglaublich begehrt und es ist überall ausverkauft. Ihr könnt ja jetzt mal raten, was es sein könnte. Es ist für meinen Freund und es hat nichts mit Schminke zu tun. Also es ist keine Limited Edition oder so. Leider nein. Aber in der Jungs- und Männerwelt ist es wohl eine vorzeitige Limited Edition. Uhu, uhu. Ich bin auch dabei. Guten Morgen. Guten Morgen. Wo fahren wir denn hin? Wir fahren nach Stuttgart in die Innenstadt. Uhu. Entschuldigung, ich muss kurz bremsen. Keine Zeit. Okay, jetzt. Wir holen die PlayStation 4. Ich hab's jetzt gesagt. Ich wollte eigentlich ein Geheimnis draus machen. Jetzt wisst ihr es. Jetzt wisst ihr es, ja. PlayStation 4 holen wir hoffentlich. Hoffentlich gibt es sie im freien Verkauf. Wenn nicht, dann bin ich very sad. Very sad. Ja. Und ich bin als Unterstützung dabei. Yes. Und nur weil die Ina dabei ist, werden wir sie auch bekommen. Genau. Nur ich bin der Glücksbringer. Righty. Und es ist 8.45 Uhr. Okay. Ja. Morgens 9:30 in Deutschland. Nee, nicht ganz. Aber 8.45 Uhr. Die Ina, die hat, glaube ich, nie meine Kamera gehalten und gevloggt. Wie findet ihr das Video? Gut, gell? Ja. Sagt mal Bescheid, ob ihr das öfter sehen wollt, dass die Ina hier mal vielleicht auch Glitzmist übernimmt. Wie wär's denn damit? Dann seht ihr mal nämlich Inas Alltag. Ich glaube, die Ina ist nicht so begeistert. Oder? Ich weiß halt nicht, ob mein Alltag interessant genug ist. Don't know. Du nimmst die Sache hier überhaupt nicht ernst. Doch, ich nehm's voll ernst. Oh Gott, ich hab halt Wir haben eine Mission zu erfüllen. Ja. Die da heißt PS4. Ja. PS4. Also ich nehme die Sache schon voll ernst. Schon voll ernst, gell? Schon. Es gibt Neuigkeiten. Die da wären. Ja, wo soll ich beginnen? Also, ich werde in naher Zukunft oder auch in weiterer Zukunft einen Online-Shop eröffnen. Ja, freundlich. In diesem Online-Shop wird es natürlich Fashion zu kaufen geben, Accessoires und vielleicht auch Living. Wie das Ganze aussehen wird, könnt ihr meinen Businessplan entnehmen. Nein. Doch. Ja, aber der ist noch nicht fertig. Aber auf jeden Fall wird es wahrscheinlich Mitte, Ende 2014 soweit sein. Oh Gott, Mitte, Ende 2014, wie hört sich denn das an? Das hört sich gut an. Okay. Das ist ja bald. Ja, das ist ja bald. Vielleicht doch eher Anfang 2015. Ja, we will see.
Also, schreibt uns doch, wie ihr das findet. Meine Eltern sind nicht begeistert. Nein, Spaß. Mama, sorry. Die guckt sich ja die Videos immer an von dir. Oh, nice. Ja. Hallo. Hallo, Mama von Ina. Wie geht's dir? Also, Diana weiß, wie meine Mama heißt. Ja. Aber na, das möchte ich jetzt hier nicht sagen. Ja. Cruella de Vil. Nein, oh Gott. Nein. Wo bist du das nicht? Oh Gott. Nein, Mama, das war ein Scherz. Oh, oh Mama, das war echt ein Scherz. Also das. Ich schicke dir einen Link für dem Video. Du brauchst ja keinen Link schicken. Da brauchst du dir keinen Link schicken, die guckt sich die eh immer an. Ja, was sagt sie da? Ja, die findet alles witzig. Okay, und manchmal fragt sie sich, warum es auch negative Kommentare gibt bei Videos. Ja. Also sie versteht nicht, wie man Dinge negativ kommentieren kann. Aber das ist halt meine Mama, die findet einfach immer alles toll, was wir machen. Ja, so ist es ja auch richtig. Genau. Und mein Papa findet auch alles so wie. Ja, ja, mal mehr oder weniger. Wie heißt er? Giorgio Armani. Entschuldigung, das ist so laut. Er ist wirklich Giorgio Armani. Also es gibt da so eine kleine Anekdote zu Giorgio Armani. Mein Papa hat so weiße Haare wie Giorgio Armani. Ist so braun gebrannt wie Giorgio Armani. Okay, aber nicht so schlimm. Ah, nee, es ist ja Winter jetzt. Ja. Im Sommer ist es echt schlimm. Ich mag meine Eltern. Voll glaubwürdig. Ja. Ich mag meine Eltern. Mama, Papa, I love you. Familie steht immer an erster Stelle. Oh, yes. Merkt euch das für die Zukunft. Yeah, we did it! Yes! Und schaut mal, wo wir sind. Wir sind an einem wunderschönen Ort und zwar auf dem Schlossplatz. Und da geht gerade schön die Sonne auf. Naja, also die ist schon ein bisschen länger aufgegangen. Guck mal. Da sieht man gar nicht. Juhu! Hier ist sie. So, und jetzt, also Leute, das war, oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, wir sind gerannt, fast gestolpert. Wir haben uns angelegt mit einem Typen. Na, also der Typ hat sich mit uns angelegt. Es war so ein Nerd, so ein Freak, so ein, keine Ahnung was, ein richtiger Assi, Entschuldigung. Ja, und der ist richtig beleidigend geworden und was kann man dazu noch sagen? Wir hätten fast aufs Maul bekommen. Naja, jedenfalls haben wir jetzt die Playstation und gehen jetzt. Oh, wo gehen wir hin? Zum Douglas? Und zum Sarah. Yeah! Und dann nehmen wir euch jetzt mit. Und eigentlich sind wir viel euphorischer, als wir aussehen. Nur, es ist so schwer zu reden und zu laufen und die kalte Luft einzuatmen und die schwere Playstation in der Hand zu halten. Oh nein, sind die süß Kuppeln. Ui. Keep calm at Christmas. Oh nein. Oh nein, ist das süß. Oh, Ina sucht ein Batiste-Shampoo, Trockenshampoo. Und danach gucken wir jetzt und mal sehen, was es sonst noch so gibt. Douglas. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu Yankee Candle in Karstadt und gucken mal, was es für Angebote gibt. Düfte des Monats sind ja online, Christmas Cookie und so. Und, aber ich glaube, in den Filialen sind es andere. Glaube ich auch. Let's see. Yes. Wie geht's? Gut, aber ich muss jetzt nicht unbedingt was kaufen. Okay. Ich muss auch mal sparen, gell? Ja, da hast du recht, da hast du recht, du. Das ist vernünftig.
300 Euro. Yay! Und jetzt ist Zeit für Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Und zwar nehmen wir heute, also das hier steht fest, das ist die Tüte für den 24. Die größte von allen. Und heute nehmen wir mal dieses Tütchen hier. Ein wunderschöner Lippenstift von Agnes B., den ich euch gleich zeige. Ach, ihr seht es hier auch. Das ist so eine Peach-Farbe. Wunderschön. Und dazu habe ich mir überlegt, gibt es den Nagellack hier von Beauty UK? Und zwar auch in so einem Peach. Also damit es halt gut zusammenpasst. Dann gibt es noch ein Trockenshampoo von Batiste. Und zwar Coconut Exotic Tropical Duftrichtung. Und ich liebe ja diese Trockenshampoos. Und ich dachte mir, ihr müsst die definitiv ausprobieren. Und dann gibt es noch so ein kleines, so eine kleine Größe von dieser Florina Handcreme. Und dann noch ein Fröbchen, das habe ich einfach nur so reingeschmissen. Kriegt man ja immer so in Zeitungen und so. Also von Vichy, diese Aqua Thermal Light Creme. Ja, also diese wunderschönen Sachen hier könnt ihr heute gewinnen. Ich bin sehr gespannt, ob ihr dieses Trockenshampoo mögen werdet und diese wundervollen Lippenstifte, die echt richtig, richtig toll sind. Ihr könnt ja mal gucken bei Agnes B. auf der Seite. Da gibt es eine riesen Farbauswahl. So, die Tanzeinlage von Diana. Was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt nach Hause, ne? Ja. Und dann, nee, ich fahre dich nach Hause. Ja. Und was du dann machst, weiß ich nicht. Ich esse dann Mittag. Was gibt's? Weißt du nicht? Nee, das weiß ich noch nicht. Und dann ist Dienstag nachmittags immer meine Nichte da. Oh, nice. Leonie. Ist Leonitschowa Bitscho. Und dann werden wir bestimmt ganz viel basteln, kneten und irgendwelche blöden Rollenspiele spielen. Habt ihr schon mal Fimo ausprobiert? Ja. Echt? Mhm. Okay, sehr gut. Ja. Oder wir werden irgendwas mit Sticker bekleben. Mit Sticker? Mit Sticker. Mit Sticker. Mit Sticker, wie der Samu sagen würde. Mit Sticker. Mit Sticker. Mit Sticker. Ja. Ja. Und dann? Ja, und dann, also ich muss jetzt heim und dann muss ich mit dem Louis raus und dann muss ich ein Video drehen mit Louis zusammen, was nämlich morgen online kommt auf Parkstraße und Schlossallee. Ja, so zum kleinen Partnerlook. Der Louis hat seinen ersten offiziellen Auftritt in der Online-Welt. Nicht verpassen, sage ich euch. Und dann, oh, wollte ich noch Plätzchen backen. Ganz viele Plätzchen backen. Ja. Und lernen sollte ich vielleicht auch mal für die Zukunft. So ganz klar. Ja, Dito. Morgen ist eine Christmas Party bei mir zu Hause. Juhu! Ui, ui, ui! Ui, ui, ui! Morgen gibt's Bescherung mit der Ina. Juhu, juhu, juhu! Gibt's am Samstag schon Bescherung? Ja. Echt? Ich habe mir doch ausgemacht. Stimmt. Oh Gott, ich bin immer so verblüht. So wichtig ist dir also. Nein! Oh Gott! Oh. Ja, auf jeden Fall gibt's morgen eine Christmas Party und dann werden wir noch zusätzlich wichteln. Ja. Aber es gibt noch eine separate Bescherung. Ina und Diana mäßig. Ja, ja, und dann zeigen wir euch natürlich, was wir uns gegenseitig geschenkt haben. Ja. Ja, ich hoffe, die Diana freut sich über mein Geschenk. Bestimmt. Das kann ja doch gut sein. Ja. Wir schenken uns eigentlich immer tolle Sachen. Ja. Also, ja, es wird immer toll. Ja.